Ja, damit geht's hier weiter mit Final Fantasy 8. Wir gucken mal, was im Raumschiff ist. Man kann nämlich mit dem Ding fliegen. Sogar. So, was erwartet mich denn hier? Einfach mal gucken. Ich will mal raus, wenn ein bisschen der Story weitergeht. Einfach mal so. Leg dich hin, in Ordnung. Mach ruhig. So, dann bring mich mal jetzt nach oben. Los. Hallo. Willst du mich? So, wir gucken uns mal jetzt hier um. Ah, ha. Ist mir doch gedacht. So, was passiert denn jetzt? Hallo, wie bist du? Es ist viel passiert. Die Kapsel machte eine Notlandung. Ich hatte mein Bewusstsein verloren. Als ich aufwachte, sah ich Pete. Pete, ach ja, der Mann, der mit uns geflohen ist. Und Elle, was ist mit Eleone? Eleone war nicht mehr da. Ich hoffe, dass ihr nichts passiert ist. Kurz darauf kam der Bergungstrupp aus Esther. Sie haben mir vor dir und dem Schiff erzählt. Stehe. René, du bist doch ganz spontan in den Weltraum hinaus. Ja. Ob jemand bereit wäre, so etwas für mich zu tun? Naja, ist eigentlich egal. Und wo ist die Prinzessin, die unseren Chef so verändert hat? Renoir ist... Jetzt kommt er. Ich finde die Dialoge manchmal sehr interessant. René. Alles in Butter? Auf dem Planeten ist die Hölle los. Melde gehorsamst. Die Lunatic Ban Pandora ist aufgetaucht. Mama konnte deswegen ihr Vorhaben nicht zu Ende führen. Sie ist jetzt auch keine Hexe mehr. Sie hat ihre Macht an jemanden vererbt, ohne dass sie's gemerkt hat. An Renoir. Und noch was. Die Lunatic Bla wird von Galambadia gesteuert. Sie haben das Ding aus dem Meer gefischt. Und darin soll so eine große Steinsäule sein, die Monster vom Mond holt. Ach ja, wegen der Monster ist hier richtig was los. Und nicht nur das, als Zugabe kam noch was anderes. Die Hexe Adel, sie kam samt Sarg hier angeflogen. Sie wurde praktisch von den Monstern angeschleppt. Die Lunatic Pandora hat sie aufgesogen. Ondi meint, dass das Ziel von Galbadia gewesen sein muss. Ich meine? Sir, es reicht. Aber René, ich habe schon kapiert, was hier los ist. Lass mich bitte in Ruhe. Was ist passiert? Renoir ist jetzt eine Hexe. Sie hat die Macht von Mama übernommen. Die Typen von Esther haben sie vorhin abgeführt. Wir müssen hinterher. Wurde sie entführt? Nein, sie ging freiwillig. Sie sagte, ich bin eine Hexe. Das ja auch stimmt, sie hat ja auch den Willen geerbt. Deshalb ist sie so. Alle hassen mich. Niemand will mich mehr berühren. Genau das sagte sie. Hast du sie nicht aufgehalten? Sie wollte es so. Ich habe nicht das Recht, sie aufzuhalten.
Was redest du denn da? Bist du nicht ganz dicht? Wozu hast du sie gerettet? Wofür dein Leben riskiert? Um sie für ewig in Esther einzusperren? Antworte mir. Wolltest du nicht mit Renoir zusammen sein? Idiot. Da hat sie recht. Ich bin ein Idiot. Was mache ich eigentlich? Ich wollte Renoir, so verliere ich sie für immer. Was habe ich bloß getan? Was kann ich jetzt noch tun? Es ist doch ganz einfach. Steht dein Entschluss fest? Auf nach Esther, oder? Die Pandora und Adel sind mir erstmal egal. Wir wissen auch nicht, wo Elle jetzt steckt. Nur bei Renoir. Ich werde Renoir zurückholen. Krass. Ernsthaft? Das könnte sein. Ja, das kommt ja noch. Das ist jetzt nur dieser Plot-Twist. Deshalb ja auch diese Geschichte. Was soll ich jetzt hier machen? Mich hinsetzen? Wow. Was zum... Scheiße. Wir fliegen. Sophie wird doch das Ding nicht steuern. Ich fürchte doch. Und Irwin freut sich wie ein Blöder. Gott. Um Cockpit? Guck mal hier. Oh, die Musik schon. Wir fliegen. Ist Sophie nicht großartig? Kannst du es steuern? Ach, ich hab irgendwie rumgefummelt. Aber die Steuerung ist super einfach. Es wird schon klappen. Alle Angaben oder ohne Gewehr. Niemand kann dir die Zukunft versprechen, richtig? Sophie, flieg bitte nach Esther. Unser Ziel ist das Ex-Mausoleum. Wir müssen Renoir retten. Guck mal, das kann ich jetzt steuern. Steuern des Luftschiffes. Dreieck ins Cockpit. Viereck vorwärts. Kreis rückwärts. X ein- und aussteigen. Das ist mir ein bisschen zu laut. Ein Aussteigen, Richtungstaste höher und Richtung ändern. R2 Perspektive verändern. Guck mal. So kann ich raus. So kann ich jetzt mit dem Ding viel fliegen. Guck mal. Besser als das andere. Jetzt gucken wir erstmal, wo es... Hier muss ich hin zum Hexenmausoleum. Okay. Das heißt, in die Richtung. So, wo war das jetzt nochmal? Das ist schon cool mit dem Teil. Oh, so ein Teil hätte ich jetzt gerne in echt durch die ganzen Lüfte. Einfach so benutzen mit Führerschein, stell dir mal vor. So, das ist da unten. Das Lunar Gate. Tears Point. Okay, das heißt irgendwo. Ja. Nee, das hier ist doch. Das ist Lunas Gate. Dann muss ich. Cool, dann können wir echt überall hin, das ist praktisch. Ja, das andere Gerät ist da geblieben. Ich hab's ausgetauscht.
Das ist doch tausendmal besser. So kann ich durch die Lüfte fliegen. Ach, das ist das Hexenmausoleum. Hier ist es. Komm, setz ab. So, ich will mal gucken, was mich hier erwartet. Ah, hier muss ich hin. Mal sehen. Irgendwie habe ich die Rolle perfekt gesprochen, oder? So, mal gucken. Das ist viel zu erledigt, oder? Was spielt die auch? Ey, aber soweit wir Geld haben, holen wir uns mal ein besseres Shampoo. Das ist schon klar. Ihr wollt euch von ihr verabschieden? Wir machen eine Ausnahme, weitergehen. Ja, dankeschön. Mal sehen, ob ich mich verabschieden kann. Ob mir jetzt die Träne runterkommt, wer weiß. Soll ich das mal wissen? Was wollt ihr hier? Man weiß immer erst später, was man hätte tun sollen. Was redest du da? Ich weiß jetzt, was ich tun möchte. Noch habe ich die Chance, deshalb bin ich hier. Ich will später nichts bereuen müssen. Ich will Renoir zurück. Was? Das ist jetzt zu spät. René, jetzt oder nie? So. Gehe ich dem jetzt hinterher. Oh, krass. Renoir, warte, ich werde dich da rausholen. Was mache ich jetzt? Die wollen es auf dieselbe Art und Weise auch machen, sie versiegeln, aber er will sie retten. Verstehe ich aber auch. Ich bin eine Hexe. Und ich mag Hexen. Das war so klar, dass das kommt. Renoir, René. Wir verschwinden. Die hat dich echt geküsst. Hast du das gesehen? So würde ich dich retten, wenn du in Gefahr wärst. Ja, weil sie auch die Reinkarnation der Hexe ist. Verstehst du? Es wurde ihr weitervererbt. Er steht auf Hexen. Warum? Ich kenne ihn. Was ist denn, Renoir? Es ist mir etwas peinlich. Warum das? Ich hatte mich dazu entschlossen, in Esther zu bleiben. Aber als ich René sah, war ich so glücklich. Das ist doch überhaupt nicht peinlich. Glücklich sein ist wirklich schön. Das stimmt. Ich danke euch allen. Was ist mit dir los, René? Du sagst ja gar nichts. Was mit mir los ist. Ich als René-Expertin weiß es. Was sollen wir jetzt tun? Was passiert, wenn? Je mehr er nachdenkt, desto pessimistischer wird er. Wie wär's, wenn du dir eine etwas fröhlichere Zukunft vorstellen würdest? Lass mich doch. Jetzt mal im Ernst, was geht ab?
Hab zwar keinen Plan, das ist so geil. Das, weißt du, was ich mich frage? Der checkt es erst jetzt und dieser Dialog, das ist so geil irgendwie geschrieben. Keine Ahnung warum. Und das ist gut. Aber wir müssen irgendetwas mit der Lunatic Pandora machen, stimmt's? Sie wird von Galambadia gesteuert. Das heißt doch, dass Schäfer irgendwie dahinter steckt. Ja klar, steckt er dahinter. Schäfer befolgt nur Artemisias Befehle. Genau, diese Schlampe. Es kann nicht sein, dass sich jemand aus der Zukunft bei uns einmischt. Wir werden's ihr zeigen. Wir sind die Seeds. Wir werden alle Hexen umnieten. Sir. Sorry. Wo fliegen wir jetzt hin? Ich will euer Kindheim sehen, von dem ihr mal gesprochen habt. Die Ruinen. Ist doch langweilig. Ich will zu einem Ort, wo keine Menschen sind. Ich bin eine Hexe. Wenn Artemisia kommt, flieg bitte zu Adas Haus. Na gut. So, ich weiß ja, wo es ist. Das ist ja da ganz unten. Schon cool, dass wir das echt können, ey. Ohne dieses Kackboot, das können wir... Ja, weil... René konnte es halt nicht übers Herz bringen, ich. So war das jetzt so. Doch in die verknallt, Alter. Ne? Doch. Ja. Ich bin ein Charmeur. Ich dachte, die andere Blonde steht mehr auf den Ecker. Ja, das dachte ich aber auch. Aber ich. Ich stehe aber mehr auf dich. Ich so, oder? So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo dieser beknackte Scheißort nochmal ist. Wie finde ich die Musik? Passt dazu gut. Ah, hier war das doch. Moment. Nee, das. Gott, dieses Ding zu stören ist ja wohl. Vielleicht als das Große. Ja, so irgendwie ist es cool. Ja, ich muss erstmal gucken, wo war das denn? Bin ich eigentlich komplett blind? Wo das ist? Ich glaube, ich bin zu sehr in Freude wegen dieses Dinges. So, hier ist es. Wo ist denn Adas Haus? Keine Ahnung. Das muss irgendwo hier in der Nähe sein. Ist doch nicht so schwer, das zu finden. Das war grau. Ja, das war grau. Befinde ich in der falschen Richtung? Boah, mein Gott, ey. Was hier hin? Oh, sag mal, wie blind bin ich denn eigentlich? Gut. Blindfisch. Ja. Wenn ich ein Spiel spiele, was ich nicht kenne, spiele ich das blind. Das heißt im Blind. Oh, jetzt bitte keine Gegner, danke. Oh, was machst du denn hier? Geht es Renoir? Egal wie munter sie jetzt wirkt, sie ist völlig verunsichert. Na ja, okay, die erzählt dasselbe. Renoir besitzt Adas Macht.
Ada konnte zwar nichts dafür, aber sie leidet sehr darunter. Und für Renoir beginnt jetzt eine harte Zeit. Ja klar, weil sie eine Hexe ist. Oh, wirklich jetzt spielen? Nee, möchte ich jetzt nicht. Ich möchte jetzt eigentlich nur Informationen haben, die mir wichtig sind. Hier noch was Besonderes? Blumen mehr, guck mal. Alles voller Blumen. Oh. Sorry. Was ist? Hier ist wohl eher zu viel. Das sieht dir nicht ähnlich. Ich hole Renoir, warte hier nicht. Er holt mal. Was tust du denn hier, Süßer? Was meinst du, was ich Renoir sagen soll? Ich sollte lieber nicht über Hexen sprechen. Es stört mich nicht, dass sie eine ist. Dich auch nicht, oder? Renoir ist Renoir. Jetzt? Was ist mit mir? Sei unbesorgt. Es gab auch gute Hexen. Ada war auch eine gute. Du wirst bestimmt auch eine. Bei Ada. Ich weiß nicht, was passiert, wenn Artemisia in mich dringt. Das ist die böseste Hexe in dem kompletten Spiel. Im Weltall habe ich Adel wiedererweckt. Was werde ich als nächstes anstellen? Was wird dann? Muss ich dann gegen die ganze Welt kämpfen? Ich habe Angst. Renoir, auch wenn die ganze Welt gegen uns ist, bin ich immer noch dein Hexenritter. Wenn Artemisia mich beherrschen sollte, kommen die Seeds, um mich zu töten. Mit dir als Anführer. Und dann wirst du mein Herz mit deinem Schwert. Aber wenigstens werde ich von dir getötet. René, wenn es soweit ist. Nein. Das werde ich nicht tun. Ich kämpfe nicht gegen dich. Unser Feind ist Artemisia, die Hexe aus der Zukunft. Artemisia wird kommen. Ich werde dann von ihr beherrscht. Willst du tun? Wie willst du mich retten? Mir wird schon was einfallen. Es gibt bestimmt einen Weg. Ausweg. Glaubst du? Ja, ich werde einen finden. Vertrau mir. Ich vertraue dir. Bis du einen Weg findest, sollte ich vielleicht doch in dieser Kapsel bleiben. Das ist zwecklos. Ich werde dich dann wiederholen. Du bleibst in meiner Nähe. Oh. Genau, das war's. Was war? Damit hat alles angefangen. Wovon redest du? Hast du's vergessen? Habe ich das gesagt? Ist schon okay. Daran sind die GF schuld. Deswegen hab ich's vergessen. Faule Ausrede. Geht's dir wieder besser? Ja. René, ich hatte einen schlimmen Albtraum. Darin wollten wir uns zusammen die Sternschnuppen ansehen. Ich hab mich schön gemacht, aber ich wusste nicht mehr, wo wir uns treffen wollten. Ich wusste nicht wohin, aber ich lief, um dich zu suchen. Berge, Wüsten, Felder, Timber, Galambadia, ich war überall.
Ich konnte nicht mehr laufen, aber ich wollte dich sehen. Ich rief, René, wo bist du? Dann bin ich aufgewacht. Ich hab geweint. Ich weiß nicht, warum ich dir das erzähle. Aber wenn ich's dir erzähle, muss ich nicht mehr daran denken. Der Grund, warum wir uns nicht treffen konnten, ist, weil wir uns nicht abgesprochen haben. Kann sein. Wir treffen uns hier. Ich werde hier sein. Und dann? Ich werde hier warten. Auf wen? Ich werde hier auf dich warten. Okay, ich werde hierher kommen. Dann klappt es bestimmt. Versprochen. Ups. Ich störe ja ungern, aber wir haben eine Nachricht aus Esther erhalten. Sie wollen die Sith anheuern. Sie wollen wohl Renoir wieder haben. Der Gouverneur am Apparat hieß Kyros. Kyros ist doch unser Kyros. Gouverneur Kyros, Sie wollen uns anheuern. Gehen wir hin. Krass. Was hast du noch? René. Der kleine Junge, der immer heulend nach Eleone gesucht hat. René. Ich will dir etwas erzählen, etwas über mich. Es kommt die Wahrheit. Die Tragödie begann vor ungefähr 13 Jahren. Ich wurde eine Hexe, als ich noch klein war. Vor 13 Jahren bekam ich zusätzliche Macht. An dem Tag traf ich hier eine Hexe, die ihre ganze Energie verbraucht hatte. Ich habe die Macht in dieser Hexe übernommen. Ansonsten hätte sie meine Kinder bedroht. Daher habe ich ihre Macht angenommen, aber damit begann die Tragödie. Jetzt hat das Leid ein Ende. Ich weiß jetzt, dass jedes Leid irgendwann einmal endet. René, daher musst du deinen Kampf zu Ende führen, auch wenn dadurch neues Leid entsteht. Krass. Was für eine Erkenntnis auch einfach. So, auf zu Esther. Ja, weil die wollen mich halt anscheinend ja rekrutieren für irgendeinen krassen Kampf. Naja, weil großer Krieg ansteht. Und deshalb müssen die das halt machen, verstehst du? Ja, die will jetzt ihren Schicksal, was sie hat, was vorher bestimmt ist, halt folgen. So, jetzt muss ich nach Esther. Ja, die wollen halt Renoir wieder haben. Naja, weil die sind halt eben, die ist halt für sie halt eben eine wertvolle Person, die halt Kräfte besitzt, die halt die nicht haben und halt Informationen hat. Deshalb. So, jetzt muss ich das noch finden. Oh krass. Mal landen bitte? Ja, danke. Ich will mir mal das Ding aus der Nähe ansehen. Das sieht mir sehr komisch aus. Bin ich eigentlich alle komplett auf? Da sieht es. Ja, gut. Ja, perfekt. Ja, auch. Oh.
Er auch. Okay, perfekt. Sam? Ja, auf jeden Fall er. Zauber? Ja, perfekt. Auch Ability auf alle Fälle. Mal gucken, was mich erwartet. Engel gefunden. Ich hätte jetzt mal gerne einen Speicherpunkt. Krass, das ist ja total riesig. Was haben wir denn hier? Ring des Salomon. Was? Refleck? Was ist denn das für eine riesige Statue? Ich guck mir das mal aus der Nähe an. Hä? Vielleicht muss ich da irgendwie rauf. Glauben nicht. Oder doch? Das sieht mir aber nach einer sehr komischen... Wie werde ich hier noch nicht draus schlau? Ich kann hier da hinten hin. Nö, anscheinend kann ich jetzt hier nichts machen. Nö. Das sieht trotzdem komisch aus irgendwie. Nö, da muss ich wohl hier noch nicht hin. Dann soll ich erstmal jetzt nach Esther. Ich wahrscheinlich hier noch was machen muss später. Bestimmt irgendein Kampf. Also schon mal interessant, dass das Ding hier ist. Also wir haben echt was geholt am Trinken. Dann weiß ich schon mal, dass es hier existiert. Auf zum Schiff. Hier ist Luna Gate. Das Labor, war ich eigentlich da schon mal drin? Ich jetzt mal kurz gucken. Ah, hier ist es mit Tod. Haben wir einen Zwischenspeicher? Ich glaube nicht, dass ich hier muss. Ich glaube, hier muss ich mal später hin. Ah, gut gespeichert zu haben. Rein da. Ja, aber das Essen, was du vorgeschlagen hast, können wir gerne machen. Also, ich gar kein Problem mit, überhaupt nicht. Was wir jetzt gerade mal rausfinden? Ja, hier nicht.